Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe, glaube ich, die GoPro im Mähdrescher vergessen. Muss ich mal mit Hand vloggen. Ich hoffe, das geht auch klar mit dem Wind. Nicht, dass der hier ins Mikrofon pustet vom Handy. Also ich vlogge gerade im Handy. Bin gerade bei den Sonderkulturen. Hier stand der iberische Drachenkopf und wie man sieht, schnell der wieder ausgrünt. So, was hier ist hier, ne? Leute, das wäre der Lein jetzt gewesen. Wäre der auf natürlichen Wege also in der ersten Partie gewachsen. So, und das ist der Lein jetzt im zweiten Anlauf. Der ist natürlich wesentlich grüner, da müssen wir auch noch ein bisschen warten. Ihr seht, die Kapseln sind noch grün. Die sind auch hier erst in der Füllungsphase. Ja, die sind noch ganz schmierig. Hoffentlich wird er noch reif. Wir haben hier einen Landwirt jetzt in der Nachbarschaft, der hat sich so ein Honeybee-Schwattmäh weggeholt. Damit würde ich das auch schwattmähen lassen, damit das schön durchtrocknet und abreift. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Kornfüllung. Aber was man auch sieht, der hört gar nicht richtig auf zu blühen. Ja, der hat jetzt durch Wasser nochmal einen zweiten Wind gekriegt hier. Ja, Vorgewände haben wir ja noch nicht nachgesät, weil es sah erst ganz gut aus. Aber das ist natürlich auch, weil jetzt die Hauptkultur reif wird, verunkrautet das. Da den Rand habe ich ein bisschen Zwischenfrucht eingedrillt, weil wir das ja weggemulcht haben. Kann ich euch mal zeigen. Mit der Avatar übrigens. Bin ich hierher gefahren, habe den Saattank hier noch leer gemacht. Da seht ihr, die kommt jetzt auch wirklich gut, muss man sagen. Reift langsam ab. Dauert noch ein bisschen, reift langsam ab. Kann ich mir bald das machen lassen. Mit dem auch Schwatt legen. Aber ich denke mal, 3 Wochen brauchst du wohl noch, dass ich dann im September eine warme Wetterwoche abwarte, dass das auf Schwatt legen und dann dresche ich das. Und dann muss ich das trocknen lassen. Jetzt habe ich das Auto angelassen. Wo ich mich, glaube ich, sehr erschrocken habe, gerade eben, den habe ich jetzt hier, weiß nicht, 10 Tage nicht mehr gesehen. Der ist jetzt gut in der Abreife hier, die Färberdistel. Ich will das jetzt nicht anfassen, habe ich wieder Splitter in den Fingern. Aber wie ihr seht, die ist gut in der Abreife. Daneben der Hanf, den gucken wir uns auch nochmal schnell an. Die sehen beim Wachsen immer so gut aus und so dicht und wenn die abreifen, machen die so viel Platz am Boden. Aber die sind wenigstens einigermaßen sauber hier. So, hier haben wir jetzt den Hanf. Der sieht jetzt gut aus und Junge, was riecht der? Was riecht der? Wenn man sieht, hier sind schon viele reife Körner. Da seht ihr das? Die fallen jetzt auch schon langsam aus. Aber wenn man jetzt in den Hauptpflanzen reinguckt, da seht ihr, die sind noch ziemlich grün. Ja, ein paar sind reif. Ein paar aber auch nicht. Aber ich denke, so 2-3 Wochen, dann könnten wir den wohl auch dreschen. Wieder passend zusammen wahrscheinlich mit der Färberdistel. So, hier mal ein Blick auf unsere Sonnenblumen. Köpfe gehen jetzt nach unten. Wirklich, wirklich große Köpfe. Die Sorte hier ist von Mars Seeds. Und dahinter ist LG. Was ich wirklich an diesen Sorten liebe, die sind ganz klein, wie ihr seht. Also, die gehen mir bis zur Hüfte und haben trotzdem große Köpfe. Das ist natürlich vorteilhaft für die Stabilität der Pflanze, sind nicht anfällig für Sturm, für die Stoppelreste in der Maschine. Und ja, und die sind ganz früh, also die tatsächlich von LG noch ein bisschen früher, also von Lima Grain. Die sind sehr, sehr früh und die sind ungefähr, weiß nicht, 5 Tage später, auch so vom Blühzeitraum, passt das sehr, sehr gut. Und die habe ich letztes Jahr tatsächlich auch mit 9% Feuchte im Oktober geerntet, ohne Trocknungskosten. Das ist natürlich was. Stehen hervorragend, wie gesagt, große Köpfe. Hier ist Sonnenblume nach Körnermais. Ja, auch so ziemlich sauber. Ein paar Mal kamen jetzt Meldenester durch, aber dennoch richtig gut. So, hier haben wir jetzt mal einen Maiskolben. Den habe ich jetzt mal für euch geholt. Der ist noch so relativ klein. Pflanzen sehen jetzt so aus, aber man darf nicht vergessen, wir sind halt sehr weit im Norden. Ich will den nicht aufmachen. Da spritzt das noch, oh, da spritzt das noch richtig raus. Wir sind noch mindestens einen Monat vor der Ernte weg. Der braucht noch ein bisschen Wärme, damit das auch richtig was wird. So, Freunde der landwirtschaftlichen Unterhaltung, wir kommen der Ernte langsam dem Ende entgegen. Aber bevor wir dem Ende entgegenkommen, müssen wir mal was ganz Ernstes besprechen. Und zwar, da haben viele in den Kommentaren von YouTube und haben mich auch auf Instagram angeschrieben, ob ich mal meine Reichweite dazu nutzen möchte und mal mit euch darüber sprechen möchte. Vor einigen Tagen, wenn ihr das guckt, wahrscheinlich vor 14 Tagen, ist ein ganz furchtbarer Unfall in der Landwirtschaft passiert. Da ist ein junger Mann in die Förderschnecken vom Korntank gekommen. Da unten sind Querförderschnecken drin. Und anscheinend wollte der junge Mann eine Verstopfung lösen, ist dabei reingeraten. Es ist völlig egal, welche Maschine, wollen wir gar nicht drüber reden.
Wichtig ist, Leute, nehmt den Arbeitsschutz ernst. Ja? Abends wollen immer noch Menschen, dass ihr nach Hause kommt. Und nichts in der Welt ist so wichtig und keine Hektik der Welt ist so wichtig, dass ihr eure Gesundheit aufs Spiel setzt. Ja? Der Mann hat beide Beine verloren, der hätte auch sein Leben verlieren können. Leute, nehmt das alles ein bisschen ernst. Ob es das ist, ob es drehende Gelenkwellen sind, macht die Maschine aus. Ja? Und auch, das fängt an beim Pflanzenschutz. Zieht eure Artenschutztechnik an, zieht eure Schutzanzüge an. Bei der Aussaat, Leute, nehmt Arbeitsschutz an, nehmt Artenschutz, nehmt Augenschutz. Selbst wenn euer Chef sagt, was macht ihr denn da für einen Quatsch? Ganz ehrlich, Leute, dann ist euer Chef der letzte Vollidiot. Ihr habt ein gutes Recht darauf, auf Arbeitsschutz, ja? Das ist überall in der Welt, in der ganzen Industrie ist Arbeitsschutz, nein, nicht überall in der Welt, aber in der deutschen Industrie ist Arbeitsschutz sehr verbreitet. Aber in der Landwirtschaft wird das manchmal nicht ernst genommen. Das ist super wichtig, dass ihr euch immer, immer schützt, Leute. Ihr wollt ein langes Leben haben, ihr wollt gesund bis zum Ende bleiben. Und das ist alles nicht so viel wert, als dass ihr irgendwas am Ende davon tragt. Eins meiner Punkte, zum Beispiel für diese Förderschnecke, wie ist das ganze Sicherheitssystem in diesem Drescher aufgebaut? Ja, wenn ich jetzt am fahrenden Drescher aufsteige, dann hält der an. Das ist der erste Punkt. Der schaltet den Einzug an, also auch die Haspel geht aus. Ja? Also wenn ich absteige und habe vergessen, zum Beispiel das Schneidwerk anzulassen, ist egal, nach, ich glaube, 3 Sekunden ungefähr geht er aus. Beim Hexer sind 7 Sekunden. Aber da muss man schon verdammt flott sein, um beim Aussteigen rumzulaufen, ja? Wenn man das mal vergisst, aber man weiß es, es geht aus. Genauso ist das mit dem Abbunker, mit der Schnecke für den Korntank. Wenn ich aussteige, ja, dann geht die aus. Das heißt, wenn ich alleine bin, kann ich zwingend da müsste es schon einen technischen Defekt geben, damit das die Schnecke wieder anläuft. Ansonsten braucht man immer eine zweite Person. Es gibt diese Momente, wo diese Schnecke oder beziehungsweise wo das Erntegut nicht rutscht, haben wir bei den Sonderkulturen ganz, ganz oft. Und wir wissen das manchmal. Wir nehmen uns eine Schippe mit, dann musst du die Verstopfung beseitigen. Dann geht man wieder aus dem Korntank raus, geht runter zur Maschine und lässt es dann wieder an. Zusätzlich ist es hier bei der Maschine zum Teil so krass, dass wenn die Leiter runter ist, hinten am Korntank, dann geht nicht mal mehr das Dreschwerk an, also das Dreschwerk geht dann aus. Die Einzugsschnecke lässt sich nicht einschalten, es lässt sich hier gar nichts mehr einschalten. Es ist nur simpel der Motor an und ich kann maximal rollen, ja, mit der Maschine. Und das ist auch gut so. Und Leute, die auch manchmal schreiben, ja, muss, keine Ahnung, wenn ich irgendwas sage und sage, ja, das geht nicht, weil wenn ich aufsteige, dann geht der Sicherheitsmechanismus an und dann kommt noch so ein Kommentar mit, ja, musst du das überbrücken. Ja, Leute, habt ihr sie noch alle? Also es ist eure Gesundheit. Geht damit ernst um, wirklich. Wirklich, Leute, geht manchmal in euch. Aber das alles hier wert ist, die ganze Hektik. Und ihr wollt alle Spaß haben, ihr wollt alle sehen, wie die Kinder groß werden und ihr wollt auch mal Großeltern werden. Wir haben so ein langes Leben vor uns und darum geht es ja hauptsächlich, Leute. Das ist der erfüllende Part im Leben. Die Familie, das ist das alles. Das hier ist Beiwerk. So wie dazu, lasst das mal ein bisschen sacken und dann gucken wir uns den restlichen Part hier an. Und zwar, Leute, das ist LG Accent und das ist hier der letzte Drecksacker. Also ich muss euch wirklich sagen, das ist der letzte Drecksacker. Und guckt euch das mal an. Rohprotein, ich weiß nicht so recht. Ich habe letztens LG Accent, ich habe den Accent auf den schlechtesten Standort gestellt, den ich habe, weil da soll er wohl zu Hause sein. Und ich habe alles über 12. Der hat alles über 12% Rohprotein geerntet und Top-Fallzahlen. Also der hat B-Qualitäten abgeliefert, teilweise auch A. Und guckt euch das an. Das ist eine Top-Sorte. Das ist hier wirklich der letzte Drecksacker Tigerdrill gedrillt. Und der performt. Was natürlich wieder krass war, die Sandstellen sind super doll ausgegrünt. Aber ich bin begeistert. Also ich gehe nächstes Jahr mit Charakter, LG Charakter, ins nächste Jahr. Mit Akzent. Ich habe noch 2 Big Bags im Former aus dem letzten Jahr, den drill ich aus. Den nehme ich irgendwo mit einem Vorgewende rein oder so.
den vermarkte ich als Futter oder der dünnt sich dann auf und wird dann vielleicht mit besserer Qualität, naja, ist ja egal. Mit den Sorten gehe ich und dann werde ich noch LG Optimist ausprobieren. Der ist jetzt neu, ganz interessant und damit gehe ich jetzt ins nächste Jahr und bin dann eigentlich zufrieden. Bei den bei der Gerste wird es auch wieder so sein, Picasso und Winnie. Obwohl ich von Picasso ein bisschen mehr überzeugt war. Das ist ein ganz, ganz früher. Aber was soll ich euch sagen? Ich hatte den, ich will ja selbst vermehren, ich hatte den abgedroschen und habe hinterher festgestellt, oh, Picasso wäre es gewesen. Und habe jetzt halt Winnie vermehrt und habe halt noch Restsaatgut Picasso sozusagen. Und deswegen habe ich wieder halb-halb. Genau, aber guckt euch das an. Auf dem übelsten Sand hier und ich ernte hier 6,5 Tonnen. Und wir haben den schlechtesten Teil schon weggedroschen. Gestern, der Charakter braucht anscheinend ein bisschen besseren Boden. Der hat nicht gut performt auf der Direktsaat. Da waren es 5 Tonnen auf dem Hektar. Aber da ist auch eine riesen Sandkuppe dazwischen, muss man sagen. Also von der Wertigkeit weiß ich gar nicht. Dieser ist so schlecht, aber noch so schlecht, dass da halt, seht ihr ja selber, noch Ähren und Pflanzen zustande kommen. Und der andere ist halt zum Teil sehr gut, aber auch extrem schlecht auf dem Sand. Also weiß man nicht, welche Fläche jetzt hier besser ist. Aber Durchschnitt, seht ihr selber, ist hier 12,2 im Protein, was er sagt, bei dieser Fläche. Genau, also wir haben jetzt auch gerade 6 Tonnen Akzent weggefahren. Ich habe auch 5 Tonnen noch aus dem letzten Jahr. Und damit sollte das eigentlich reichen mit dem ganzen Saatgut, mit der Selbstvermehrung. Und dann geht das eigentlich seinen Gang. Mal gucken, ich habe mir neben unserer Reinigung habe ich mir jetzt noch eine kleine Schnecke und eine kleine Beizanlage bestellt. Muss mal gucken, wann die jetzt kommt. Für kleines Geld und dauert zwar alles ein bisschen länger, aber geht. Es gibt ja auch ganz große Aufbereiter, die das machen, ja, für einen. Aber da muss man sagen, die kommen, also stand letztes Jahr, die kommen ab 50 Tonnen, ja. Und dann muss das alles super schnell gehen und kannst auch nicht 3-4 Sorten und jetzt mache ich das hier alles alleine. Und für meine paar Tonnen geht das allemal, Leute. Ich habe, wenn ich hochkomme, 200 Hektar Weizen, sind spät gedrillt 20 Tonnen. Ja, und 20 Tonnen kriegt man selber auch aufbereitet. Die 20 Big Bags, das ist nicht die große Menge. Aber große, große Betriebe haben 200, 300 Tonnen Saatgut. Leute, das ist schon was. Überlegt euch mal, wie viel Saatgut die brauchen. So, Leute, also von daher, Akzent, ich bin völlig begeistert, wie der letztens schon auf dem Schlag, auf den Einschlag, der hat er schon so gut performt, der ist wirklich auch nicht so doll. Und jetzt hier auch noch, also muss ich sagen, positiv angetan, definitiv von dieser Sorte, weil er halt auch seine Qualitäten schafft in diesem schlechten Boden. So. Ich brauche das nicht als Werbung, übrigens kennt mich mal, ich habe das ganze Saatgut bezahlt. Also jetzt hier nicht mit, ja, der wird ja von LG oder so, nee, Leute, ich habe das ganz alles bezahlt. Und von daher kann ich auch sagen, was ich möchte und muss nichts kenntlich machen. So. Bis dann erstmal, ach so, jetzt wollte ich euch noch erzählen, was ich heute gemacht habe. Also, ich war ja heute schon auf den Flächen, wo Raps hin soll und wollte ich schon mal vorbehandeln mit einem Totalherbizid. Und ich lasse meine Spritze immer stehen mit 500 Liter Wasser, gewaschen, alles drum und dran. Habe ich gemacht. Aber ich habe letztes Mal mir beim anderen Landwirt Frischwasser geholt aus dem Brunnen. Und da war Sand bei. Und ja, weil es halt Brunnenwasser ist, war halt Sand bei. Könnt ihr euch vorstellen, die kleinen Sandkörnchen verstopfen gerne mal eine Düse. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich da gebraucht habe, um das alles reinzubekommen, rauszubekommen. Bin immer noch nicht fertig. 100 Meter fahren, Düse sauber machen und, und. Ich habe mir jetzt noch feinere Vorfilter reingebaut, aber trotzdem hat man dann ja immer was in den Leitungen drin. Und ich gehe da einfach so hin und werde irgendwann ganz feine Vorfilter fahren und dann sind die Düsen auf jeden Fall nicht mehr betroffen. Soweit dazu, Leute. Bis später. So, also gucken wir das auch uns mal auf den schlechtesten Spot an, nicht nur auf den besten. Ihr seht, hier habe ich auch in der AKF gezeigt, da waren die Pflanzen halt komplett abgestorben, da war nur noch die Ähre grün. Und wenn wir uns das jetzt angucken, hier ist ja der aktuelle Durchsatz, der wird jetzt sicherlich einbrechen auf 3 Tonnen oder irgendwie sowas. Und das ist schon beachtlich. Man muss sagen, hier war so wenig Wasser, dass ja hier einfach alle Blätter abgestorben waren und letztendlich waren dann nur noch die Ähren vorhanden.
Ja, da geht es natürlich runter. Protein geht aber dafür hoch an der Stelle. Und wenn, sobald ein Müh mehr Wasser ist, performt die Sorte wirklich gut. Also LG Akzent, ich bin begeistert, auch proteintechnisch. Und was ich hierzu sagen muss, ich habe festgestellt mit den Laborwerten, wenn ich abliefer, die sind ein bisschen höher. Ja, also der zeigt ein bisschen weniger an, als tatsächlich, als wir im Durchschnitt haben. Ich hatte letztens den Informer, der hatte eher hier im Durchschnitt 11 und der Durchschnitt war tatsächlich aber 12. Ja? Und wo kann man das Ganze hier nutzen, dieses System? Im Prinzip kann man so ein bisschen rausselektieren, welche Stellen einen richtig reinreißen. Ja, ich habe mir das auch auf eine Stelle mit dem Informer, da ist es ganz, ganz grenzwertig. Habe ich mir das so ein bisschen rausgesucht am Laptop letztens, weil wir den angeschnitten haben. Und selektiere das so ein bisschen raus, dass wir möglichst viel Brotweizen noch liefern und was Futter ist, wirklich zu Futter lassen. Und was ich euch noch sagen wollte und was ich euch noch zeigen wollte. Jetzt ist es ja so, wir fahren hier mit IntelliSense. Also ihr seht, hier ist so ein automatisches A. Das heißt, er übernimmt die Einstellung von diesem System völlig automatisch, völlig von ganz alleine. Und das heißt, ich fahre die Geschwindigkeit dieses Jahr fast überall gleich. Weil ihr seht, hier haben wir mit mal wenig, da würde er mit mal losjagen wie Sau. Dann würde er aber da daneben stehen dann direkt 8 Tonnen Weizen. Das ist total verrückt. Also wir können das ja mal gleich beobachten. Wir kommen hier aus 7 Tonnen, jetzt fällt das gleich runter und fahren dann wieder in 7, 8 Tonnen rein, innerhalb von 15 Meter. Ja, und jetzt, ich als Fahrer, nehme es jetzt schon runter, damit wir sozusagen das Druschsystem, das Siebsystem und alles nicht überlasten und die Verluste da wirklich im guten Rahmen bleiben. Ja, also ihr seht, wir waren jetzt hier auf 3, 17 Sekunden dauert das ungefähr, das, was gedroschen wird, bis es im Korntank ankommt. Ja, also so ungefähr ist der Delay. Und ihr seht, jetzt geht das die ganze Zeit hoch. Und ich als Fahrer habe natürlich die Optik, habe meine Augen, um sofort zu reagieren. Also ihr seht, ich habe nicht übertrieben, dass wir innerhalb von 15 Metern in 8 Tonnen Weizen reinfahren. Ja, sogar 9 Tonnen auf diesem schlechten Boden. Ich bin völlig überwältigt von dieser Sorte. Wirklich. Und dieses System kümmert sich permanent, dass die Druscheinstellungen zu meinem Fahrstil passen. Also es ist nicht davon abhängig, dass der Drescher auch alleine die Geschwindigkeit steuert, sondern ich kann auch als Fahrer die ganze Zeit fahren und der Drescher kümmert sich zu der optimalen Einstellung. Und der korrigiert ja alle paar Sekunden diese Einstellung und überprüft die, ob die zu dem Fahrstil passen, die ich gerade fahre. Aber was mir, glaube ich, aufgefallen ist, ich muss meine Graincam sauber machen. Die zeigt immer ein bisschen Bruchkorn an und ich habe gar keins drin. Also so, haben wir das jetzt hier? Und was ich euch noch zeigen will, ich habe jetzt hier die Karte auch geändert. Also ihr seht hier die Ertragskartierung. Ich kann euch mal die Legende dazu machen. Also orange ist unter 5 Tonnen quasi. Das ist aber auch eine komische Skalierung. Können wir doch mal hier 3 Tonnen machen. 4 Tonnen. 5 Tonnen. 6. 7. 8. Okay, so. Hat er das? Ja, jetzt haben wir das geändert und jetzt seht ihr, wie das aufeinander passt. Also das können wir uns ja nochmal am Rechner angucken, aber seht ihr, wie es sozusagen zusammenhängt, wie die Bestände hier so stehen. Und wir können ja nochmal einen von oben gucken. Ah ja, genau, war richtig. Und ihr seht, da wo es weiß ist zum Beispiel, da stand halt so wenig, dass die Ertragskartierung oder beziehungsweise das Messsystem das gar nicht misst. Ja, also hier ist ja extrem wenig. Oder dass das Weiße unten drunter hat. Moment. Ach ja, weiß ist weniger als 3 Tonnen quasi. So kann man es interpretieren. Ne? Ist aber auch ein bisschen schwierig geschrieben. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an Peter von New Holland, der mir immer so nette Tipps gibt, was diese Maschinen alles können. Und der könnte sogar eine Sortenanalyse machen. Also wenn ich ihm im Vorfeld sage, wo welche Sorten stehen, kann er am Ende sogar eine Analyse machen, welche Sorte wie performt hat, mit welchen Inhaltsstoffen. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Und ich muss euch sagen, der NIRS-Sensor, ich glaube, das ist schon nice. Also gerade wenn man sich dadurch ein paar Qualitäten gerettet kriegt, weil man sich die sonst verdünnen würde, ja, wenn so Protein genau auf der Grenze ist, sagen wir, ist genau zwischen 11,9 und 12,
Da kann ich wirklich diese Partien extra rausdreschen mit diesen unter 11%, sag ich mal, und habe den Rest noch im Brotweizen, weil das ich ja sozusagen sonst verdünnen würde, und habe dann halt optimalere Qualitäten. Das ist nicer Shit. Aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, dass er hier permanent, ihr seht das hier, blaue Werte heißt, die hat er ganz, ganz eben erst angepasst. Und da seht ihr, Wind 7, ja, das hat er eben gerade gemacht, während wir jetzt hier einmal kurz gequatscht haben. Und blau heißt, er passt da gerade wieder an, weil ihm die Werte da gerade nicht passen. Und Bruchkorn bin ich der Meinung, und sowohl als auch der Dreck, bin ich der Meinung, ich muss mal die Graincam sauber machen. Ich hatte das letztes Jahr schon mal, da war so ein bisschen Dreck von der Melde davor, hat da ein bisschen davor geklebt und hat mir ein bisschen die Werte verfälscht. Innen drin im Korntank sieht es ja sauber aus. Na gut, jetzt rutscht es gerade raus. Was will ich euch da zeigen? So, dann nehmen wir das mal hier ab. Und dann muss ich noch auf der anderen Straßenseite einmal dafür noch das Schneidwerk anbauen, Leute. Ich habe da wirklich Zipfel vergessen. 100 Quadratmeter. Oh, 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 Hannes. So, Leute, ich bin jetzt hier, letztes Stück, Windmühle, 42 Hektar. Und hier habe ich jetzt so einen kleinen Streifen Spektral von LG bekommen. Ich möchte fast sagen, ertraglich ist der ein bisschen besser als in Forma. Aber auf jeden Fall ist da ein bisschen mehr Protein. Sieht man wohl auch auf der Kartierung, was ich mir letztens angeguckt habe. Aber da will ich noch nicht zu viel sagen. Aber der wirkt fast ein bisschen ja, üppiger, massiger halt. Ne? Ich glaube, der ist auch im Forma Einzelehrentyp. Ich glaube, das ist hier wieder ein Massetyp. Was man sieht hier, kommt die Sonnenblume da durch, da drüben gar nicht. Und ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Selber Pflanzenschutz, alles gleich gemacht hier. Und hier nur über die Fahrgassen und sonst ein bisschen vereinzelt. Hier neben uns, Leute, ist übrigens der Hartweizen. Komplett zusammengebrochen. Kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn wir den dreschen. Also der ist komplett in sich zusammengesackt, da geht gar nichts mehr. Den können wir, den dresche ich hier mit, der geht als Futter mit weg. Emma und Dinkel, weiß ich noch nicht so richtig, was ich mache. Ich glaube, ich muss es entspelzen lassen und dann auch als Futter verkaufen. Das ist natürlich, das Zeug ist komplett zusammengesackt durch den ganzen Regen. Da hätte ich aber auch nicht viel früher machen können. Und ich kann ja nicht meine ganze Dröschkapazität irgendwie für 5 Hektar ausreizen, die mich ewig aufhalten, wenn alles andere wichtiger ist. Das geht ja nicht. Aber so die Sonnenblumen, die gehen ja durch. Das ist halt grünes Material, da kommt ja nichts in den Korntank, die haben ja noch keine Körner angesetzt. Aber wie gesagt, hier Sonnenblume, da drüben gar nichts. Und ich, da ist auch nicht der Boden besser oder so. Also ich weiß warum. Ich weiß warum, Leute. Ich hatte hier pointerresistente Sonnenblumen und da nicht. Da war so eine Grenze, die war da ungefähr. Und die war im Mittel. Aha, ja, logisch. Logisch. Ich bin mit Pointer hier gefahren. Dann hätte ich hier was anderes mitnehmen müssen, um die Sonnenblumen wegzukriegen. Aha, ja, jetzt sieht man es wieder. Hier kommen sie wieder durch. Hier kommen sie wieder durch. So, hier ist der Hartweizen. Also ihr seht, wie der ist komplett in sich zusammengesackt. Das ist gar nichts mehr. Der verträgt ja auch überhaupt keinen Weizen mehr. Protein geht natürlich wahnsinnig nach oben. Hier 14,6, 15 gleich. Das ist natürlich der Wahnsinn, das kann das Zeug. Aber ja, die Glanzglasigkeit, wofür der ja bekannt ist, der sieht nur noch matt aus. Das ist ja weg. Ertraglich hier 1,8 Tonnen auf dem Hektar, 1,7 Tonnen auf dem Hektar. Das ist natürlich wenig, ne? Nimm das jetzt hier vorsichtig auf. Alles, zieh das schön hoch. Viele Ähren sind natürlich schon ein bisschen runtergeknickt. Haspel vielleicht ein bisschen schneller machen, damit wir die auch ein bisschen hochdrehen, weil ich sehe nämlich gerade, wir haben da ein paar Ähren abgerissen. Oder beziehungsweise die liegen ja nicht so, dass das noch ein bisschen schneller machen, dass wir die so erst schnell aufheben. Oh, jetzt sieht es ein bisschen besser aus, jetzt ist es ein bisschen sauberer. So, jetzt kämmen wir das alles schön nach oben. Das ist natürlich rabiater Einsatz jetzt hier, ne? Aber sonst, die liegen nämlich so in der Reihe mit dem Kopf nach unten. Weil ich sehe das gerade hier, wenn ich hier gucke,
Da sind ein paar Ähren trotzdem noch abgeschnitten. Das ist natürlich blöd, wenn die so komplett nach unten liegen, aber brauchst du ja Sonnenstreifen jetzt hier nicht von der Seite dreschen, damit du besser unterkommst. Das ist ja Blödsinn. So, 2,3 Tonnen auf dem Hektar. Schade drum. Aber das ist das halt mit diesen speziellen Kulturen, ne? Das ist mein Standort auch sehr, sehr schwierig. Ich meine, die letzten Jahre hatten wir wirklich Trockenheit. Da hätte das Zeug, wäre das auch was gewesen von der Qualität. Aber dieses Jahr haben wir natürlich Regen gehabt, ist klar. Wenn man mal was ausprobieren will, jetzt diese Ernte. Das Entscheidende ist halt, dass Hartweizen ganz schnell die Backeigenschaften verliert. Und dann keine guten Backeigenschaften mehr hat. Ja, und wenn ich euch gerne was verkaufen möchte, dann soll das auch ein bisschen Qualität haben. Deswegen wird das jetzt hier Futter. Hier, Wahnsinn hier, 16% Rohprotein, ne? Wahnsinn. Aber, tja, es ist, wie es ist, Leute. Wir müssen jetzt natürlich noch gucken, was ich mit Emma und Dinkel mache. Das wird natürlich auch noch eine Herausforderung. Dann zeige ich euch so, wie das ist. Für die paar extra Meter da einen riesen Aufwand machen. Müsst ihr euch ja mal wenigstens eine kleine Probe aus dem Korntank holen, oder? Wenigstens einmal kurz. So viel Zeit muss sein. Sieht im Prinzip aus wie ganz normaler Weizen. Also da ist gar nichts mehr. Und ihr müsst wissen, ich habe den ja als Saatgut gehabt. Übrigens, der Fahrer saß nicht hier, hat gerade alles ausgemacht, Gang eingelegt, hier aber Bremse eingelegt. Und ihr müsst wissen, eins sogar da auch ausgeschaltet, ich habe gedacht, ich hätte das gemacht. Ihr müsst wissen, Autopilot ist auch raus, alles raus, alles raus. Also ihr müsst wissen, das sah aus beim Drillen wie Glaskörner. So glasig sieht Hartweizen aus. Und das hier erinnert ja eher an ganz normalen Weizen. Schade, Mensch. Schade, 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 schade. Aber kann nicht immer alles werden. Ob ich das natürlich nochmal nächstes Jahr mache, oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, da fehlt mir erstmal momentan der Mut. Dann bleiben wir erstmal nur bei unseren Ölkulturen, konzentrieren wir uns daraus. Und gucken wir mal, dass wir vielleicht unseren ganz normalen Weizen, der ja die Backqualität mitbringt, dass wir daraus Mehl machen für euch. Dass wir da ein bisschen was aussortieren und für euch nehmen. So Leute, hier sieht man nämlich noch vereinzelt Sonnenblumen. Ich bin da mal da vorne gar nicht mehr. Und die Distelreihe da, das war die Grenze. Da hatte ich letztes Jahr einen leeren Saattank, verrückterweise, habe eine Reihe ausgelassen. Ich wusste auch nicht warum, bei den Sonnenblumen. Und dahinter kam die andere Sorte. Und da bin ich der Meinung, steht keine mehr dazwischen. So, das hier Informa übrigens. Naja, anfangs hat er so ein bisschen getäuscht gestern. So hier lang her. Aber jetzt fahren wir die ganze Zeit bei 7, 8 Tonnen. Ist schon solide. Die Fläche wird natürlich jetzt total runtergezogen von dem Hartweizen. 1,8, 1,9 Tonnen. Und Emma Dinkel, wie gesagt, muss ich gucken, was ich damit mache. Also hier geht es auf 9 Tonnen jetzt hoch. Informa lässt sich wahnsinnig gut dreschen, muss man sagen. Aber ich muss natürlich jetzt auch runterbremsen. Man hat jetzt zu der Zeit, ist jetzt sehr, sehr viel brüchiges Stroh in den letzten Tagen. Also das Stroh ist jetzt richtig mürbe geworden. Dadurch fällt das auch ein bisschen mehr mit dem Rotor zusammen und das kann nicht mehr richtig abgeschieden werden, weil jetzt so ein richtiger Mulm entsteht. Man sieht das auch in dem Schwatt da tatsächlich. Man hat super viel Feinstroh. Und dann ist das ein bisschen sortenabhängig. Es gibt jetzt hier den Informa, der drückt sich ganz gut. Und heute der Akzent, der hat wirklich noch mehr Verluste gehabt. Der hat sich gar nicht so gut gedroschen. Aber es sind marginale Unterschiede. Man merkt da kleine Unterschiede, aber die sind jetzt nicht weltbewegend groß. Aber ihr seht, wir fahren auf einem guten Niveau hier.
Hier ist jetzt auch eine Fläche, die hat jetzt nicht die ultra krassen Sandstellen drin. Eigentlich gehört das zu einer guten Fläche hier im Ort. Nicht zu meinen besten Flächen, aber eine gute Fläche hier im Ort, definitiv. Das ist immer ein Garant für gute Erträge eigentlich gewesen. Weil wir hier unten haben wir so eine Moorsenke. Muss man aber sagen, da war der Weizen gar nicht so stark dieses Jahr. Da stand er halt zu lange mit kalten Füßen rum. Normalerweise sind hier unten die Senke so ein Garant für 12, 14 Tonnen, weil die stehen ja immer im Wasser. Also es ist immer eine feuchte Senke, die haben immer Bodenschluss, also immer Feuchtigkeit da. Und war dieses Frühjahr aber gar nicht so der Fall, dass das jetzt der richtig krasse Bringer war, ne? So, ich werde jetzt gleich von Detlef abgelöst. Wie gesagt, ich habe gleich heute wieder Anton, wie in der letzten Folge auch. Und wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir den Rest wahrscheinlich dreschen, weil ich denke, das machen die Jungs heute Abend nicht mehr weg. Und dann wünsche ich euch was. Bis dann.